Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxtis. Und ich hab's geschafft. Wir haben wirklich noch, bevor jetzt die Weekend League angefangen hat, habe ich, Lacazette gekauft. Genau, es ist zwar irgendwie sehr merkwürdig, jetzt den normalen Lacazette wieder zu spielen, nachdem man die Movember und die Info gehabt hat. Aber aufgrund der Tatsache, dass einfach der November fast doppelt so viel kostet wie der normale und sich das überhaupt nicht lohnt, weil der normale ist halt ein 85er und die einzige Änderung bei dem 86er November ist, dass er halt 5 Punkte mehr auf den insgesamten Physis-Wert hat. Da steht also ein bisschen mehr Aggression, ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Körperstärke. Als es damals 20.000 Coins mehr waren, die ich bezahlen musste, war das okay, aber jetzt lohnt sich es auf jeden Fall nicht, also zwischen 40 und 50.000 Coins mehr zu bezahlen. Bei einem Spieler, der selber nur 50.000 kostet, ist halt Verschwendung. Ich werde ihn jetzt spielen, wenn ich merken sollte, ja, er ist immer noch der Zauberkünstler von früher, dann würde ich halt auf die Second Inform einfach, auf die Inform einfach sparen und mir irgendwann wieder die Inform kaufen. Aber solange das nicht der Fall ist, werde ich definitiv erstmal den normalen jetzt spielen und sollte ich merken, der ist nicht geil. Und Falcao ist doch besser, dann nehme ich wieder Falcao. Ich habe mir mal die Ingame-Werte angeschaut und es ist gar nicht mal so, dass das Second In von Falcao jetzt auf allen Werten so viel besser ist. Gibt auch teilweise ein, zwei Werte, die sind bei Lacazette besser. Von daher schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie sich dann spielen lässt. Natürlich werden wir ihm den Champ, also der billigste war einfach Hunter. Also der billigste Lacazette war einfach mit dem Champions League Style Hunter für 49.000. Deswegen habe ich ihn damit gekauft. Aber ich brauche keinen Hunter, bei mir bekommt er natürlich wie immer Marksman. Schuss, Dribbling, Physis, das ist am besten für meinen Champions League Style. Für meinen Spielstil. Und dann können wir eigentlich schon anfangen. Erstes Spiel mit der Bundesliga, ich bin gespannt. Bin auch gespannt, wie sich weiterhin Keita macht. Mein allererstes Gefühl ist halt eher so, dass er sich nicht vorbei drücken wird an Second in Form Bentaleb. Aber ich bin auch noch ein bisschen beeinflusst von den ganzen Scorerpunkten, die Bentaleb am Anfang gemacht hat. Okay, jetzt haben wir mal ein ziemlich schwaches Team beim Gegner, also vergleichsweise schwach für die Weekend League. Auch die Innenverteidigung ist ultra schwach, also Mustafi und der andere fällt mir der Name nicht ein. Also ultra schwach im Sinne von, normalerweise hat jeder Smalling und Bailly oder halt vergleichsweise, aber dass er nicht mal Bailly hat, der ja relativ preiswert ist, ist schon merkwürdig. Butlen, den Standard-Torhüter, hat er. Aber wir wollen uns einfach konzentrieren. Ich hoffe, dass ich mein gutes Spiel von den letzten Spielen wieder hinbekomme. Und dass wir wieder eine gute Dominanz ausstrahlen können. Aber wie gesagt, keine Aufbaufehler. Konzentriert und vor allem ruhig spielen. Das wird wichtig werden. Schade. Dachte, ich kann dann Reus durchrennen lassen und schön nochmal auf Reus in den Lauf spielen, aber es hat nicht geklappt. Der Ball sollte eigentlich auf Reus gehen, nicht auf Keita. Das war natürlich dann entsprechend blöd. Müller ist dann leider nicht so gelaufen, wie ich das gerne wollte. Also er stand natürlich nicht gut für den Distanzschuss. Aber ich hatte halt auch gehofft, dass Müller einen Tick anders den Ball annimmt. Das hat er leider nicht gemacht. Oh nein, es ist wirklich abseits. Krass. Ich dachte halt, Dembele wäre noch auf einer Linie. Schön abgefangen von Keita, aber wie gesagt, abfangen
Das kann er gut. Sehr schöner Pass. Oh, das war richtig knapp. Sehr gut von Hummels, aber es reicht nicht. Okay, meine Abwehr gefällt mir momentan. Der Gegner kommt überhaupt nicht durch, aber ich habe auch noch keinen gefährlichen Abschluss gehabt, aber wenigstens schon mal einen Abschluss. Lässt er mich ein bisschen durchlaufen. Aber wir schaffen es einfach nicht, uns abzusetzen. Der Abschluss war auch wieder schlechter, als ich gedacht hätte. Oh, er schafft es noch zu blocken. Schade. Das wär ein gefährlicher Abschluss geworden, auf jeden Fall. Pisch, denke ich mal, auch wieder einen super guten Job. Tick zu weit. Den hat der Platten hat eigentlich schon, schade. Es klappt, sehr geil. War auch so geplant. Ich wollte da hinpassen und ich wollte auch den Schuss da flach ins lange Eck machen. War ein bisschen lucky, weil noch jemand dran war, wird wahrscheinlich wieder als Eigentor gewertet. Schöner Pass von Stindl. Oder war da jemand dran? Aus dem Winkel sah es jetzt gar nicht so aus. Nee, es war keiner mehr dran. Also zumindest nicht so, dass es die Engine als Eigentor sieht und da reicht ja manchmal schon ein Millimeter. Aber ich denke, es ist doch eine verdiente Führung. Seitenwechsel. Haben wir ein bisschen Glück, hätte ich glaube ich eher abbrechen müssen, den Sprint. Nein, spiel doch auf Reus. Oh. Oh, zum Glück, zum Glück, zum Glück. Da hatte Hummels vorher auch schon wieder den Ball. Und dann ein schwacher Abschluss, aber wenn er da nochmal zum Schießen kommt, ist er vielleicht drin. Krass gehalten von Butland. Das hätte auch locker das 2-0 sein können, vielleicht sogar müssen mit Vidal.
Schade. Schade, schade. Das hätte halt das 2-0 sein müssen mit Vidal, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob ich da hätte flach abschließen müssen, aber eigentlich. Nee, noch ein Tick. Was weiß nicht, vielleicht hätte man. Ah, nee, nee, das, ich fange das nur wieder an, so viel flach abzuschließen. Ich hätte einfach noch einen Tick straffer schießen müssen, dann wäre er auch rein. Ganz einfach. Reus ist immer noch auf der Seite, haben die immer noch die Flügel gewechselt. Was ist denn da los? Oh, ich habe gehofft, dass wenigstens die Ecke gibt. Krasser Pass, richtig krasse Flanke. Also wenn es so geplant war, herzlichen Glückwunsch. Geiler Pass. Ach du Scheiße, und das aus dem Lauf, ey. Ja, ich wollte natürlich dann, nachdem ich den Pass reingebe, mit denjenigen schießen und deswegen war Schießen noch eingegeben. Und Dembele macht den Schuss, schade. Aber ich bin zufrieden. Vor allem defensiv richtig gute Arbeit. Gegner hatte einen, ach doch, hatte einen Abschluss, genau, einen gefährlichen. Naja, gefährlich war er auch nicht, der war schwach, der Abschluss. Aber es war eine Situation, die hätte gefährlich werden können. Ansonsten gut verteidigt und in der Situation ist auch relativ glücklich zum Abschluss gekommen. Hummels tackelt vorher den Ball raus. Ich denke, da kann ich mich nicht beschweren. Ach, ich sehe gerade, hier sind ja hinten die Titelgewinne. Da, aus den jeweiligen Jahren. Boah, ich muss mir echt angewöhnen, jedes Mal direkt auf Passen zu drücken, wenn der Gegner so einen Scheiß baut. Da hätte ich den Ball halt wieder locker annehmen können. Sehr gut von Sokratis. Oh nein, das ist nicht ernsthaft passiert jetzt. Ach du Scheiße. Ach, okay. Aber ich dachte halt echt, das funktioniert niemals, dass der einfach auf mich drauf rennt und dann den Ball hat. Das kriegen wir ja gerade ein bisschen Unruhe rein, die nicht sein muss. Och, der Ball bleibt drin. Was ist denn jetzt los? Fällt mir aber gar nicht, wie unruhig wir das hier gerade spielen. Und wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen. Wenn er meint, aggressiv rumrennen zu müssen, dann lassen wir ihn aggressiv rumrennen. Oh, abgefälscht, schade. Das war ein schöner Schuss. Und, oh, auch wieder krass. Was? Ich würde sagen, krass gehalten von Butler, der war nicht mehr dran, okay. Interessant. Wieder zu spät abgebrochen. Ach du Scheiße. Eigentlich hat er sich da nochmal gut gedreht, aber der Abschluss war ultra schwach. Sehr gut von Hummels und Plattenhardt.
ganz in Ruhe. Richtig in Ruhe mache ich es irgendwie noch nicht, habe ich das Gefühl. Was ist denn jetzt los? Was mache ich denn? Spielt jetzt so viel schlechter oder verteidigt der Gegner einfach besser? Ah, diese Pässe sind immer noch schwach von ihm. Also die zweite Hälfte kann mir auf jeden Fall nicht so gefallen. Weil mir steht 1-0. Ich habe gar keine Notwendigkeit, mich hier Stress zu machen. Und ich mache ihn mir halt selber. Das regt mich gerade auf. Muss doch möglich sein, hier mal in Ruhe zu spielen. Also, Deckel drauf, Bums aus Nikolaus. Ist nochmal gut ausgespielt. Ich bin trotzdem nicht zufrieden mit der Endphase, wie ich die gespielt habe. Zu souverän, wie ich jetzt diesen Angriff durchgezogen habe, hätte ich halt die ganze Zeit spielen müssen. Ganz einfach. Schön reingepasst. Und jetzt klappen halt auch manchmal wieder diese Reingaben von außen. Das ist schön, dass ich jetzt nicht mehr dauernd verkacke. Wunderbar. Und Vidal steht diesmal in der Mitte. Wieder nicht Stindl, aber das war halt wieder so ein Turn, ne, wo halt Stindl den Pass zum Vorlagengeber gibt. Also Stindl hat den Pass gespielt, den dann Reus angenommen hat. Und Reus macht dann halt die Vorlage zum 2-0. Und das ist es halt. Er leitet quasi das Tor ein, aber dafür gibt es halt keine Scorerpunkte. Wir hatten natürlich auch das deutlich bessere Team. Also individuelle Klasse ist hier natürlich deutlich höher als beim Gegner. Hallo. Schade, wäre noch mal ein schöner Treffer für Dembele geworden. Schade, Alu. Am Ende hätten wir noch ein schönes 3-0 gegeben, aber es passt auch so. Also ich bin mit der insgesamten Leistung zufrieden, weil der Gegner ja trotzdem keine großen Chancen hatte, aber die Endphase dann in die zweite Hälfte war nicht so geil. Tore Vidal und Reus, Vorlagen, Stindl und Reus. Gut, jetzt ist ja schon Lacazette an der Reihe, fällt mir gerade so ein. Dass der Gegner nullmal geschossen hat, ist übrigens falsch, das stimmt nicht. Der Gegner hat ja mindestens einmal geschossen, als er an Fährmann ranschießt und dann den Ball ins Aus stolpert, deswegen. Es hat nicht gestimmt, dass der Gegner nullmal geschossen hat. Er hat wirklich sehr selten geschossen, aber nicht nullmal. Und jetzt ist, wie gesagt, schon wieder Lacazette im Test dran. Ich bin äußerst gespannt, ob er sich gegen Falcao durchsetzen kann. Also wir müssen mindestens 5, 6, 7, 8 Spiele müssen wir löschen. Er hat jetzt 17 Scorerpunkte und ja, also ich würde sagen 25 Spiele maximal, so ungefähr, weil wir haben echt viele, viele Abbrüche gehabt in den Ligaspielen. Und ich weiß, dass wir, glaube ich, 3 Stück in Folge oder so hatten. Deswegen, er hat eine ganz gute Quote. Auf jeden Fall kommt er, selbst jetzt, wenn wir nichts abziehen, kommt er ja auf eine Quote von mehr als 50%, was ja schon mal ziemlich gut ist. Und wir müssen aber viele Spiele abziehen, von daher ist seine Quote auf jeden Fall schon recht ansehnlich bei Falcao. Aber, wie gesagt, Lacazette hat sich natürlich. Wo ist er denn? Sag bloß, es ist jetzt wieder kein Stürmer und es war ein MS oder ein ZOM und ich habe nicht drauf geachtet. Ach, bitte nicht. Was ist denn los? Ich will einfach nur spielen. Hallo. Ach so, ich drücke mal auf zurück. Aha. Diese dumme Abfrage aber auch immer. Oh, es ist ein ZOM. Scheiße. Ein ZOM mit Hunter. Darauf hatte ich nicht geachtet. Oh, fuck.
Aber halt mit 49.000er Preis war das da. Oh Mann. Naja, ist jetzt egal. Jetzt geben wir ihm logischerweise einfach Karten. Habe ich noch durch Zufall richtige? ZOM zu MS. Sehr gut. Aber kein. Ach doch, wir haben sogar noch eine MS zu Stürmerkarte. Nice. Ist ja gar nicht so schlimm. So, Lacazette. Zeig, dass du immer noch genauso geil bist. Ich bin echt ultra, ultra gespannt, ey. Ich bin so gespannt, ob er wieder so abgeht. Oder ob er auch gebüßt hat, eingebüßt hat in meinem Spiel. So mein jetziger Spielstil ist halt ein bisschen anders. Mal gucken. Die anderen Spieler haben das auch nicht wirklich verkraftet. Oh Gott, rot. Ich wollte nochmal schnell gucken. Ist Kate auf der Bank? Ja. Ja, Ersteindruck von Kater ist okay, aber ich weiß auch nicht, mein Gefühl ist bisher nicht so geil wie das von Benta, wenn ich ehrlich bin. So, nachdem wir ein sehr schwaches Team hatten, haben wir jetzt immer mein ultrastarkes Team, Ballet, wie ich ihn gerne nenne, Bale, Suarez, Neymar, was geht, Jungs? Okay, jetzt kommt es drauf an. Konzentrieren, gut spielen, hoffen, dass Lacazette wieder genauso durchdreht wie beim ersten Mal. Ansonsten machen das halt die anderen Spieler im Team. Okay, Di Maria hat direkt mal richtig Bock mit seinem rechten Schwachen. Okay, da habe ich kurz geguckt, ob ich vielleicht mit. Vielleicht mit Lacazette direkt in den Lauf gehen kann. Das hat nicht geklappt. Die sind natürlich auch wieder verdammt schnell, die Stürmer. Das ist doch ein Foul, hallo! Wird leider nicht gepfiffen. Tolisso holt ein, gutes Zeichen. Gut gemacht von ihm. Oh, ich habe halt gedacht, er setzt sich durch, aber es war halt. Eigentlich eine dumme Idee. Und da sollte der Pass nicht hingehen. Abseits vom Lacazette. Schade. Schöner Lacazette ist, der bringt halt schon eine gewisse Grundpace mit. Also kann man halt. Auch ohne entsprechende Chemistry Style schon ein bisschen mehr Pace erwarten. Das ist halt immer ganz. Das mag ich halt schon, wenn so ein Spieler Grundpace mitbringt, weil ich spiele zwar nicht auf die Pace, deswegen gebe ich dem auch keinen Boost, aber wenn die schon da ist, hilft die natürlich trotzdem in der einen oder anderen Situation. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn schon ein bisschen Grundpace da ist, aber es ist nicht wichtig. Falcao ist halt auch relativ langsam und hat trotzdem geklappt. Boah, zum Glück entscheidet er sich dafür. Schwieriges Spiel bisher. Oh, was macht er denn? Ja, läuft jetzt aus, nice.
Ich weiß nicht, wieso es unterbricht, aber ich bin jetzt nicht so böse drüber. Also der nächste Gegner, den wir jetzt bekommen, da kann nicht wirklich viel schwerer sein. Das Team war ultra krass. Ich habe kein einziges Mal geschossen bisher. Also er stand auch gut in der Abwehr, von daher. Also ja, ich bin jetzt nicht wirklich böse drüber, dass das hier abbricht. Und es ist wieder ein Zeichen dafür, es muss mit den EA-Servern zu tun haben. Ich glaube nicht, dass der Gegner abbricht. Es sei denn halt, der Gegner denkt sich so, oh, dass ich jetzt zum Beispiel nicht so schlecht spielen würde und er deswegen abbrechen wollen würde. Aber nee, nee, ich denke, es hat einfach mit den EA-Servern zu tun und da gibt es auch irgendwelche merkwürdigen Abbrüche. Wieder ein Spiel, was man nicht werten muss, was dann bei Lacazette auch wieder ausschlaggebend ist. Und es gab jetzt noch keinen Ersteindruck. War okay, so wie er nach vorn gearbeitet hat. Das hat mir eigentlich gefallen. Okay, Latenz bleibt grün. Ich vertraue mal. Ah, dann müssen jetzt Trikots schon passen. Ich habe jetzt weder auf das Bock noch auf das andere. Ach Gott, er hat zweimal das gleiche. Blaues Trikot, weiße Hose. Zweimal das gleiche, nur von einem anderen Verein. Und mit anderer Werbung drauf. Ach du Scheiße, habt ihr das gesehen? Richtig krank. Was ist denn los mit der Verbindung? Also an mir kann es nicht liegen. Das erste Spiel, was wir gerade gespielt haben, das war ja komplett von der Latenz gut. Also da war grüne Latenz und es hat auch nicht geleckt. Mist, ich will neue Trikots. Verdammt nochmal. Denkt doch mal an die neuen Trikots. Das gibt's doch nicht. So, da haben wir auch wieder ein gutes Team. Es ist nicht so überkrass, vor allem auch nur ein normaler 84er Torhüter. Also es ist nicht so überkrass wie das Team vorher. Deswegen ist es vielleicht, wenn der Gegner nicht mega gut spielt, positiv, dass das mal abgebrochen ist. So, konzentrieren, gut spielen, gucken, was Lacazette macht und dann hoffen, dass wir eine entsprechende Dominanz hinbekommen, dass wir vor allem keine Gegentore fressen. Aber mit der Abwehr kann ich, denke ich, ganz zufrieden sein in den letzten Spielen. Schade. Doppelt schade. Ich dachte, ich schaff's nochmal auf Lacazette weiterzulegen, sonst hätte ich mit Tolisso abschließen sollen. Nice Trick. Er hätte das, glaube ich, auch selber den Abschluss suchen sollen und nicht weiterlegen. Nicht zu weit geht, schöner Pass. Aber er geht zu weit. Schade. Auch wieder ein Stadion mit Schatten. Verratti im Kopfball. Verratti im Kopfballduell und er gewinnt. Aber dann habe ich gedacht, ich kann mit der Brust annehmen mit Draxler. Das war eine dumme Idee. Da hätte ich dann auch das Kopfballduell wählen sollen. Schön abgefangen von Verratti. Schade. Ja, Gegner spielt auch nicht wirklich schlecht, wie sich das momentan so rauskristallisiert. Der Pass sollte eigentlich auf Lacazette gehen. Das war auch ein straffer Pass, den ich richtig sehr aufgezogen hatte. Deswegen merkwürdig, merkwürdig. Ha, gefällt mir nicht, wie das momentan läuft. Vielleicht muss ich dann hier mal wechseln. Also die Aufstellung, also die Formation. Ja, also, Memphis ist mal durch. Ich hätte wieder direkt schießen sollen. Ich glaube, das ist echt ein Fehler von mir, dass ich zu oft denke, ja, du hast noch die Zeit, die Ballannahme zu timen und
Ballkontrolle zu bekommen. Aber es ist halt leider oft nicht der Fall. Ach, das ist wohl kein Foul. Ach du Gott, das war auf jeden Fall ein Foul. Schön gemacht von Tolisso. Schade, dass er doppeltes Glück hat. Schade. Ach du Gott! Hätte ich glaube ich noch meinen Schuss wählen sollen. Schöner Schuss, nicht straff genug. Aber wir kombinieren uns ganz gut durch, Tolisso! Oh mein Gott, was für ein geiles Tor! Alter, wie er sich da nach vorn durchsetzt und dann den Kopfball macht, also sich um den Gegner rumschraubt, das ist so geil. Und es ist ja nicht sein erstes Kopfballtor nach einer Ecke. Oh mein Gott! Oh mein Gott, also wir hatten leichte Vorteile. Ob jetzt wirklich das 1-0 verdient ist, ist die andere Frage. Aber das. Ey, Tolisso ist so ein Monster. Das ist auf jeden Fall die bessere Kombination. Verratti und Tolisso, die spielen so gut. Gonalons wird erst wieder interessant, wenn er die Second Info bekommt. Dann wird es schwierig. Ich glaube, aber dann muss wieder eher Tolisso gehen als Verratti. Will einfach nur die Verteidigung. Na also. Schade. Das ist kein Foul, interessant. Schön gemacht von Memphis. Oh, eigentlich ein geiler Pass, aber dann leider nicht so geil angenommen und da sind wir dann leider hängen geblieben. Das hätte ich definitiv besser ausspielen müssen. Das will er mir nachmachen, wie es aussieht. Kein Foul? Ah, doch. Tolisso, richtig geil. Ben Idea, hat er den auch wieder Info gehabt? Ich weiß gar nicht. 96% Passquote, das ist krass. Das zeigt halt nur, dass ich gerne über Pässe komme. So dumm, so dumm, so dumm. Und das meine ich nicht meine Spielweise, sondern meine Abwehrreihe. Wie können die denn so beschissen dumm stehen? Ich glaube, es war der Rechtsverteidiger. Ich glaube, es war der Diebe, der das Abseits aufhebt. So ein dummer Vollidiot, ey. Ich muss es leider so deutlich sagen, wie es ist, weil das wäre sowas von Abseits gewesen, wenn ich der eine Verteidiger da
Scheiße baut. So ein Vollidiot, ey, so krass. Oh, das tut so weh, weil er mir dadurch dieses Spiel versaut. Wehe, ich verliere, ey. So ein dummer Idiot. Ich benutze echt ungern solche klaren Worte, aber es ist halt einfach so gewesen. So krass. Ach du Scheiße. Das gibt's gar nicht. Das ist noch schlimmer, finde ich. Es ist noch schlimmer, als wenn. Kurz konzentrieren. Es ist noch schlimmer, als wenn, weiß ich nicht, irgendein Spieler halt einen Ball raustackelt und dann der Gegner nochmal an den Ball kommt und dann ein Lagertor schießt. Weil das ist halt einfach nur taktische Dummheit. Es ist einfach nur taktische Dummheit. Alle sind aufgerückt und er kann nur so frei angespielt werden ohne Innenverteidiger, weil halt ein Außenverteidiger so blöd ist und so weit hinten steht. Oh. Und wie oft kommt denn das bitte schön vor? Also wie oft sieht man denn das? So gut wie nie. Und jetzt fresse ich dadurch den Ausgleich. Das ist echt bitter. Egal, jetzt konzentrieren. Wir können nichts dafür, wir haben nicht schlecht gespielt, es war einfach. Fuck, ziehe ich denn mittlerweile zu sehr auf? Die Schüsse gehen jetzt alle immer so oft drüber. Anscheinend ziehe ich in letzter Zeit einfach zu heftig auf. Das Problem hatte ich glaube ich noch gar nicht. Oder sieht er wirklich an meinen Spielern, das kann natürlich sein. Einfach konzentrieren, ist noch nichts passiert. Einfach nur ein Lackertor, ein indirektes Lackertor quasi. Ja, die standen beide so gut, ich wusste nicht, was ich machen soll. Schön rausgegrätscht eigentlich von Solis, das hat nicht gereicht. Oh, eh abseits, aber wir waren noch dran. Aber ich denke, wir können mal wechseln. Oh, ey, wie mich das Gegentor ärgert, das gibt's gar nicht. Ah, Glück, dass Ribéry hier mitdenkt. Sehr geil, von Dante gemacht, einfach abgekocht.
Oh, wieder geblockt, schade. Ah, schön durchkombiniert. Schön, schön. Dann nehme ich ihn mal an, weil ich dachte, boah, der hast jetzt mega. Ach so, es war eine Ecke. Hä? War da schon im Aus? Ach, da war schon im Aus wahrscheinlich, als wir ihn angenommen haben. Okay, verstehe ich gerade nicht so richtig, aber egal. Oh, ey, ich zieh da jetzt echt nicht mehr straff auf. Was ist denn hier los? Ich kapier's gerade echt gar nicht mehr. Warum schieße ich denn jetzt da und drüber? Schieße ich denn jetzt immer zu straff? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, nicht immer zu straff schießen. Brech immer zu spät ab. Alter! Dass er den noch geblockt bekommt, krass! Das, aber wie gesagt, wir müssten ja gar nicht ein 1-1 spielen. Wir müssten ja gar nicht 1-1 spielen, wenn nicht meine Verteidigung oder Sidibe war es, glaube ich, da diesen krassen Abwehrfehler macht. Geil getribbelt von Ribéry. Schade. Jetzt müssen wir echt in die Verlängerung. Jetzt müssen wir echt in die Verlängerung. Das ist so bitter, ey. Das ist so unglaublich bitter. Wir waren eigentlich auch dann am Ende der bessere Spieler. Das 1-0 wäre gar nicht so unverdient, aber naja. Bringt nicht, sich darüber aufzuregen. Wir spielen einfach oder versuchen kämpferisch weiterzuspielen. Das ist faul, aber egal. Natürlich bekommt er den zweiten Ball. Geiler Pass von Tolisso. Und wieder der zweite Ball. Oh. Fuck! Oh, scheiße, war das schlecht. Aber wenigstens nicht zu straff dieses Mal.
Oh, Mist, Mist, Mist. Also Lacazette hat noch kein Zaubertor gemacht, leider. Jetzt gerade hier wäre es echt wichtig gewesen, aber naja, macht's halt nicht. War aber auch eine sehr schwere Situation, von daher. Kann denn der immer noch so schnell sein? Komm jetzt, mach's noch mal, ey. Noch ein Tor nach einer Ecke, komm schon. Viel zu nah ins Tor. Wenigstens nicht zu hoch dieses Mal. Jetzt muss ich immer schwanken zwischen zu niedrig und zu hoch. Fuck, Mann. Schade, den hätte Draxler gerne mal machen können. Das wäre ein wichtiges Tor gewesen. Es gibt Elfmeterschießen. Oh, jetzt muss ich echt ins Elfmeterschießen, weil es einen Abseitsfehler gibt von dem Verteidiger von mir. Egal. Wir haben im letzten Weekend League viele Elfmeterschießen gewonnen, weil wir einfach konzentriert gespielt haben, weil wir keinen verschossen haben. Und das machen wir jetzt auch wieder. Wenn der Gegner halt alle hält, ist es halt Glück, kann ich nichts machen. Selber aber bitte keinen verschießen, nicht zu straff schießen. Konzentrieren, ruhig bleiben bis zum Ende. Ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.
So ein. Was für ein Scheißlacker, oder? Ich war, glaube ich, zwei- oder dreimal in der richtigen Ecke. Das eine Mal schießt er ja noch unter mich durch. War zwei- oder dreimal in der richtigen Ecke und er trifft halt trotzdem. Und das eine Mal schießt er halt wieder so beschissen unter mir durch, ey. Fuck, Mann, ey. So ein unverdienter Sieg. Oh, und das Ding ist halt wirklich, der gewinnt. Also, der kommt nur ins Elfmeterschießen und gewinnt dann auch im Elfmeterschießen glücklich. Er war nicht besser. Gewinnt dann auch im Elfmeterschießen. Im Gegenteil, ich war ja häufiger in der richtigen Ecke als er. Gewinnt dann auch glücklich im Elfmeterschießen, nur weil dieser dumme Verteidiger von mir das Update aufhebt. Das guckt man sich direkt nochmal an, weil man einfach mega auf den Sack geht, ey. So. Oh, fuck. Wenn man echt Spieler verliert, ohne dass man es dafür kann, das ist so zum Kotzen. Guckt's euch an. So. Noch ist alles okay. Und jetzt. Okay, eigentlich muss hier schon Tolisso dranbleiben, sehe ich gerade. Das ist der erste Fehler schon mal, dass Tolisso nicht an Benzema dranbleibt. Und Benzema jetzt hier irgendwie da hinten reingehen kann. Ist es Tolisso? Ne, ich glaube, das ist Tolisso. Ich glaube, das ist Marquinhos, ne? Okay, also erster Fehler von Marquinhos. Der dann lieber da hinrennt, obwohl da Dante ist. So, und jetzt? Ja, wobei, es ist gar nicht der Fehler von Sidibe. Ist doch dumm, dass Sidibe hier noch ein bisschen das Abseits quasi größer macht, also den Bereich, bevor es Abseits ist, größer macht, aber der ist auch hinter Dante bei der Passabgabe. Also ist der Fehler eigentlich bei Marquinhos. Marquinhos bleibt nicht an Benzema dran, der dadurch dann total frei ist. Ja, es ist der Fehler von Marquinhos. Oh, fuck, Mann. Fuck! Und ich hab die halt nicht gesteuert. Das war halt der Anfang. Das war der Anschluss, glaube ich. Da machen die halt gerne mal Scheiße. Das habe ich auch schon von anderen gehört. Ja, die erste bittere Niederlage, wie ich finde. Vor allem halt auch, weil der Gegner im Elfmeterschießen schlechter war als ich. Und dann trotzdem das Elfmeterschießen gewinnt. Aber das zeigt halt, dass Elfmeterschießen halt auch immer Glück mit drin hat. Oh, Mann. Ärgerlich, aber egal. Und Lacazette hat nichts gezeigt, hat jetzt sich auch nicht so krass geil angefühlt, muss ich zugeben. Hatte ein, zwei Halbchancen zu einem absoluten Zaubertor, hat sie nicht genutzt. Aber wie gesagt, ich schieße auch gerade so oft drüber, ich verstehe es nicht. Das Problem hatte ich eigentlich noch nie. Sonst habe ich entweder zu schwach geschossen. Und wenn ich straffer geschossen habe, habe ich entweder ab und zu mal drüber geschossen, aber oft halt trotzdem sehr gut aufs Tor. Und jetzt habe ich so oft drüber geschossen, das gibt's gar nicht. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.